Es war wichtig, mir selbst ein Bild zu machen. Wer über Leben und Tod zu entscheiden hat, muss wissen, wie das Sterben aussieht. Ich bin stolz auf meine Männer, dass sie das meistern. Dass sie hunderte Male feuern und nachladen und weiterschießen, auch wenn die Juden fürchterlich schreien oder um Gnade winseln. Die Juden müssen sich ausziehen, in den Gräben auf die Leichenberge steigen und sich auf ihre Vorgänger legen. Sardinenmethode nennen wir das. Bei Kindern auf den Armen ihrer Mütter sparen wir Munition, die werden ohnehin von den Leichen erdrückt. Wir schießen, bis die Gewehre heiß laufen, erst dann wechseln wir. Blut und Hirnmasse spritzen auf die Kleidung meiner Männer. Manchen wird schlecht, treffen nicht mehr richtig. Immer wieder steigt dann einer auf die Menschenberge und schießt mit der Pistole auf die Köpfe, die dann zerplatzen. Die Schützen können Schnaps trinken, so viel sie wollen. Wir lassen das Lautsprecherwagen Schlager dröhnen. Es ist heldenhaft, was meine Männer leisten. Man muss es schnell machen. Was zum Henker? Who wants some? Ich werde es diesem Juden schon zeigen. Wenn du das nächste Mal auf einen anderen schießt, dann versuch ihn auch zu treffen. Gut, ich werde es mir merken. Scheiße. Meine Knarre. Ich kann nicht mehr gehen. Der Wichser hat mir in die Beine geschossen. Wart's ab. Wenn der Führer davon erfährt, kommst du nach Auschwitz. Oh mein Gott, meine Hand. Warum bringst du es nicht hinter dir und erschießt mich ganz einfach? Du verdienst keinen schnellen Tod. Was soll das heißen? Zum